Advent, Advent. Unser Täter scheint ein Scherzkeks zu sein. Hallo, Sarah. Hey, genau das habe ich auch gedacht. Unser Herr Roth hier wurde aus nächster Nähe erschossen, schon vor 5 oder 6 Tagen. Kleinkaliber. Sieht ein bisschen wie eine Hinrichtung aus. Persönliches Motiv? Ja, als wenn das jemand so inszeniert hätte. Herr Roth scheint Lehrer gewesen zu sein. Ich spreche mal mit seiner Frau. Alles klar. Kollege, ihr könnt schon mal anfangen, die Anwohner zu befragen, ob jemand einen Schuss gehört hat. Ja? Alles klar. Danke. Guten Tag, Frau Roth. Mein Name ist Naseband. Ich bin von der Kriminalpolizei. Sie haben Ihren Mann gefunden, ja? Ja. Den Anblick werde ich nie vergessen. Wie er tot und gefesselt auf dem Stuhl saß. Ja, das war sicher ein Schock. Mein Beileid. Danke. Sie waren verreist. Ja. Ich bin am Sonntagmorgen gegen 9 zu meiner Mutter nach Düsseldorf gefahren. Da haben wir Weihnachten vorgefeiert. Wie jedes Jahr. Also vor 6 Tagen. Und wann haben Sie zuletzt mit Ihrem Mann telefoniert? Hat er gar nicht mehr. Er hat nicht zurückgerufen. Ich habe ihm 2-mal aufs Band gesprochen. Und da haben Sie sich keine Sorgen gemacht? Erst nicht. Aber dann irgendwann schon. Deshalb bin ich einen Tag früher zurückgefahren. Ja, schade, dass du dich nicht meldest. Aber okay. Mir geht's gut. Mutti soweit auch. Ich gehe jetzt ins Bett. Also, bis dann. Schlaf gut. Das war seine Frau Dienstagabend. Wolfgang, warum meldest du dich denn nicht? Ich mache mir langsam echt Sorgen. Das machst du doch nicht extra, oder? Bitte, ruf mich zurück, okay? Also nach einer glücklichen Ehe klingt das nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Das war sie am Freitagabend. Dazwischen hat sie noch ein paar Mal angerufen, ohne was zu hinterlassen. Haben Sie eine Vermutung, wer Ihrem Mann das angetan haben könnte? Nein. Er war beliebt, auch in der Schule. Er war sogar Vertrauenslehrer. Und jetzt ist er tot. Ich kann das nicht glauben. Wir waren 20 Jahre verheiratet. Ja, sowas ist auch schwer zu begreifen. Brauchen Sie einen Arzt oder einen Seelsorger? Na, danke. Also ganz ehrlich, ich bin lieber alleine glücklich, als in so einer Ehe gefangen zu sein. Vielleicht liegt der Richtige für dich ja noch unter dem Weihnachtsbaum. Ja, genau. Wenn er 4 Pfoten und ein braunes Fell hat, nehme ich ihn sehr gerne. Ich bin hier jetzt fertig, da kannst du mir auf den Tisch. Am Nachmittag wissen wir dann mehr. Alles klar, danke dir. Gerne. Ciao. Ciao. Schau dir mal die Fotos an. Sind 20 Jahre alt, waren im Sofa versteckt. Die Mädchen sind alle zwischen 14 und 17 Jahre alt. Sieht so aus, als ob unser Lehrer die Mädchen verführt oder missbraucht haben könnte. Ja, zu der Zeit war er Ende 30. Ich meine, solche Neigungen verliert man ja nicht. Vielleicht ist da unser Motiv zu finden. Der Computer ist passwortgeschützt. Da könnten aktuellere Sexfotos drauf sein. Sollen sich die Kollegen von der IT mal darum kümmern. Wir müssen rausfinden, wer diese Mädchen sind. Vielleicht bringt uns das weiter. Es könnte aber auch noch aktuellere Missbrauchsopfer geben. Guck mal, die hier heißt Thea. Thea heißt auch seine Frau. Red du doch mal mit ihr und frag sie, ob sie das auf den Fotos ist. Alles klar. Ich möchte Sie bitten,
sich dieses Foto anzusehen. Sind Sie das? Mit 15? Woher haben Sie das? Das war im Gartenhaus versteckt, zusammen mit anderen alten Polaroids. Alles Mädchen zwischen 14 und 17. Wenn Ihr Mann die Fotos damals gemacht hat, dann war das nicht rechtens. Sex mit Minderjährigen und noch dazu mit Schutzbefohlenen ist strafbar. Das ist zwar juristisch verjährt, aber... Würden Sie sich bitte diese Fotos ansehen und mir sagen, ob Sie die Mädchen wiedererkennen? Ja. Die waren mit mir auf der Schule. Die waren alle damals in meinen Mann verliebt. Sie wussten von den anderen? Ja. Aber mich hat er geheiratet. Haben Sie noch Kontakt zu einer Ihrer ehemaligen Mitschülerinnen? Nein, schon lange nicht mehr. Frau Roth, hatte Ihr Mann während Ihrer Ehe immer noch eine Vorliebe für seine Schülerin? Nein, was sollen diese Unterstellungen? Das ist 20 Jahre her. Es ist möglich, dass sich eins der Mädchen von damals an Ihr Mann gerecht hat. Deshalb möchte ich Sie bitten, uns eine Liste mit den Namen zu erstellen. Nein, die haben sich alle freiwillig auf ihn eingelassen. Warum holen Sie diesen alten Mist wieder raus? Wir haben das hinter uns gelassen. Wir waren glücklich. So glücklich klang Ihre Sprachnachricht nicht, Frau Roth. Tut mir leid, wenn ich Sie so direkt frage, aber... Können Sie ausschließen, dass Ihr Mann in letzter Zeit eine Affäre hatte oder sich weiterhin mit Minderjährigen getroffen hat? Bitte gehen Sie jetzt. Hey. Hey, Philipp. Hey. Davon wird er auch nicht mehr schöner. Na klar. Ist halt ein Original, genauso wie du. Ja. Und? Habt ihr was Neues? Ach, nee, nicht wirklich. Der Tote war bei seinen Kollegen und bei den Schülern sehr beliebt. Das war's eigentlich schon. Und bei euch? Nee, beim Schulamt liegt auch nichts gegen ihn vor. Roths Handy ist sauber. Keine Sexfotos oder Hinweise auf irgendwelche Affären mit Frauen oder irgendwelchen Schulmädchen. Aber auf seinem Laptop wurden Schulmädchen-Pornos gefunden. Und Nacktbilder. Von Mädchen im Schwimmbad oder auf der Schultoilette. Von ihm selbst gefilmt? Nee, aus dem Netz. Und alles zu sichten wird noch ein bisschen dauern. Also laut Sarah war der Exitus am 2. Adventssonntag zwischen 8 und 12 Uhr mittags. Genauer konnte das leider nicht eingegrenzt werden. Ansonsten keine DNA, keine anderen Spuren. Der Täter oder die Täterin muss Handschuhe getragen haben. Zwischen 8 und 12? Damit hat seine Frau kein Alibi. Sie könnte ihn umgebracht haben und ist dann um 9 zu ihrer Mutter gefahren. Und sie hätte ein Motiv. Vielleicht hat sie es nicht mehr ertragen, dass er sich an sowas aufgeheilt. Vielleicht hatte sie auch Angst, dass er sich erneut an Schülerinnen vergreift. Ja, auch vielleicht kriegen wir nur leider keine Durchsuchungsbeschlüsse. Wir müssen seine Frau aus der Reserve locken. Komm, zieh die Jacke wieder an. Los geht's. Später. Tschüss. Später. Bis später. Und? Wie findest du sie? Gut. Charlie ist bissig und sieht ganz gut aus. Interesse? Philipp, nur weil jemand nett und attraktiv ist, muss man nicht gleich mit ihm zusammen sein. Okay. Dieser Kranz kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ja, Philipp, bald ist Weihnachten. Die Dinger gibt's überall. Ach du Scheiße. Was ist los? Das graphologische Gutachten von Peter Siebert ist da. Der angebliche Selbstmord am 1. Advent war keiner. Es war Mord. Was? Laut graphologischer Untersuchung hat er hier beim Schreiben gezittert. Ich bin ein mieses Schwein ohne Verantwortungsgefühl. Ich habe Frauen benutzt und weggeworfen. Mit dieser Schuld will ich nicht leben. Der wurde doch gezwungen, es zu schreiben und sich zu erhängen. Ich tippe auf eine Ex. Warte mal. Warte mal. Hier. Wusste ich's doch. Hier. Der gleiche Kranz beim Siebert wie beim toten Lehrer. Das kann kein Zufall sein. Ich muss Micha beschätzen. Frau Roth, wir wissen jetzt, dass Ihr Mann am 2. Advent zwischen 8 und 12 Uhr erschossen wurde. Sie haben ja angegeben, dass Sie an diesem Tag um 9 Uhr zu Ihrer Mutter gefahren sind. Ja, und Wolfi ist ins Gartenhaus und hat Arbeitshefte korrigiert.
Wir glauben ja, er hat sich dort Schulmädchen-Pornos angeschaut. Oder aber die Sexfotos, die wir auf seinem Laptop gefunden haben. Wussten Sie davon? Gewusst nicht, aber vermutet. Und war es vielleicht so, dass Sie zum Gartenhaus sind und haben zufällig durchs Fenster gesehen, wie Ihr Mann sich wieder einmal durch Sexfotos mit Minderjährigen klickt? Und Sie konnten das nicht mehr ertragen? Nein. Dass Sie dem ein Ende setzen wollten? Nein. Frau Roth, besitzen Sie eine Waffe? Nein. Wollen Sie mir unterstellen, ich hätte meinen Mann ermordet? Sehen Sie, wir müssen solche Dinge fragen. Sie haben kein Alibi und ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Situation für eine Frau nicht leicht ist. Ja, aber ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe ihn geliebt, seit ich 15 bin. Aber die Ehe, die hat Ihnen kein Glück gebracht, richtig? Je älter ich wurde, desto uninteressanter war ich sexuell für ihn. War auf jedes junge Mädchen eifersüchtig. Warum haben Sie nicht einfach Schluss gemacht? Weil ich lieber unglücklich mit ihm war, als ohne ihn.